zurück auf der Brücke. Die Tore sind geöffnet, das Wasser hebt das riesige Kreuzfahrtschiff an und die Loks ziehen es durch die Gatun-Schleuse. Das ist ja nicht so, dass das eine Lokomotive ist, die auf Schienen steht, sondern die sind ja arretiert auf diesen Schienen, damit sie auch diese riesen Kräfte aufnehmen können, um diese Schiffe zu bewegen. Es ist faszinierende Technik und die ist vor über 100 Jahren entwickelt worden, gedanklich und verbaut worden und funktioniert heute noch nach wie vor tadellos. Ist schon beeindruckend. Auf jeder Seite des Rumpfes sind gerade mal 1,5 Meter Platz. 30 Meter Schiffsbreite müssen durch 33 Meter Schleuse. Der kleinste Fehler kann hier fatale Folgen haben. Wenn ich mit 2 Knoten unterwegs bin und ich habe 50 Meter vor mir eine feste Wand, da würde ich mir wahrscheinlich auf Deutsch gesagt in die Hosen machen. Weil man nicht weiß, ob man auf diese kurze Distanz das Schiff noch mit eigenen Mitteln stoppen kann. Das ist in den Schleusen anders. Da ist auch die Geschwindigkeit in der Schleuse ist ein Faktor, der notwendig ist. Deswegen sind wir zum Teil mit 2 Knoten, sogar teilweise etwas über 2 Knoten, dann in den Schleusen gefahren. Und ich habe dann den Lotsen auch immer wieder die entsprechenden Informationen gegeben. Aber das ist völlig normal für die, weil sie wissen, dass diese Stahltrossen der Lokomotiven das Schiff auf kürzester Distanz, also innerhalb von 10, 15 Metern, stoppen wir das Schiff von 2 Knoten auf 0. Und das ist einerseits beeindruckend, auf der anderen Seite aber auch beruhigend. 7:30 Uhr. Das Schiff liegt sicher im letzten von 3 Schleusenbecken. Yes, please. And let them have time for breakfast. Frühstückszeit. Half bridge. Während das Becken vollläuft, will der Kapitän schnell mit dem Lotsen frühstücken. Can I have like a cheese omelette? Yeah. 3 eggs? No, 2 eggs. 2 eggs, okay. Also es war ja nicht viel Zeit. Und ich hatte meiner Besatzung, Stabskapitän und den Offizieren, die Chance gegeben, frühstücken zu gehen. Denn die Passage durch den Panama-Kanal braucht volle Konzentration. Auch ein erfahrener Kapitän wie Burkhard Müller muss an Tagen wie diesem mal kurz entspannen. Und der Lotse ebenfalls. Der Lotse war übrigens sehr gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Also ein absoluter Profi und macht diesen Job dort als Lotse schon über 30 Jahre. Und das hat man auch gemerkt. Also der war sowas von hoch fokussiert und aber auch in gleicher Art und Weise tiefenentspannt. Dann öffnet sich die letzte Schleuse für die Fahrt in den Gatunsee. Und jetzt ist wieder Stress auf der Brücke. Es gibt immer so die Phase, wo wir dann die Unterstützung der Lokomotiven nicht mehr haben, wo man dann wieder komplett auf das eigene Manövrieren angewiesen ist. And bow stop. Auf einmal wird es knapp. Wir hatten dann Wind von Achtern, der hat dann immer gedreht. Und da wurde es dann schwierig, dass der Wind dann sehr schnell auf die andere Seite rüberdrehte und das Schiff dann in Richtung der Schleusenwand drückte. Stop the engine. Keep the starboard bow. Okay, keep an eye on the port quarter now. Let me know when we are clear. Stop the bow. Der Rumpf kommt der Schleusenmauer auf einmal gefährlich nahe. Und da mussten wir natürlich entsprechend gegenhalten. Entgegenhalten heißt auch, dass man die Kräfte vergrößert, mit denen man das tun kann. Dadurch wurden wir dann etwas schneller als geplant. Und dann musste man schnell reagieren, damit wir dann keine Berührung mit der Schleusenmauer dort haben. Und das wurde dann natürlich ein etwas spannenderer Moment. Der Kapitän muss das Heck jetzt schnell drehen. I kick ahead on the starboard side. Stop the bow. Stopped. But no more on the engine. We are going to 410. 50 to starboard and bow. Bow 50 to starboard. 420. 420. Keep an eye, fourth quarter. No, all good. Das haben sowohl der Lotse als wir dann auch sehr schnell realisiert, dass wir da reagieren mussten, haben wir dann auch getan. And pitch 6 ahead on both, coming up to 5 knots now. Yeah. Yes. 183 steady.